Herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. So, wir müssen hier durch die Wand. Um hier wieder rauszukommen. Ja, schade. Dann, halt so. Und du? Okay. Eieiei. Aber hey, wir haben schließlich das gefunden, was Leroy jetzt eigentlich auch mit dieser Reise finden wollte. Hat sich wahrscheinlich die Reise an sich ein bisschen anders vorgestellt, aber wir haben das Grab gefunden beim letzten Mal. Hoch mit dir. Jawohl. Okay. So, dann hier durch das Loch bestimmt. Das Ding nicht auf! Oh. Freunde? Wer sind diese Wächter? Was wollen sie? Oh. Freunde. Schnell nach da. Oh, wo kommst du denn her? Ich wollte doch jetzt mal Nahkampf ausprobieren. Ah, war wieder nichts hier mit Nahkampf. Bam. Naja, dann halt kein Nahkampf. Ja, ist ein bisschen schwierig mit VASD, finde ich. So. Ne, 4. Genau. Eigentlich können wir auch die Pistole benutzen. Ah, komm, wir benutzen die Pistole. So, jetzt Nahkampf. Halt, das war ausweichen, genau. So. Alles klar. Ja, natürlich schießt es gut. Ich treffe den Kopf nicht. Oh, was hält der denn aus? Das war zu viel Munition. So. Und ja, es hat jetzt auch mit Nahkampf funktioniert. Tschakka. Na, das ist natürlich voll. Schrotflinte hätte man hier natürlich auch gut benutzen können, stimmt. Okay, das war's noch nicht. Ich glaube, ich rüste jetzt echt mal die Schrotflinte aus. So, hier können wir kurbeln. Na gut, warum nicht? Kurbeln wir halt mal ein bisschen. Ja. Nur weiter kurbeln. Können wir es auflassen, oder? Können wir es wieder zumachen? Hm. Machen wir es mal auf. Wir müssen das ja bestimmt zum Schwingen bringen. Irgendwie. Mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt auch machen. Ja. Okay. Wollen wir es gongen lassen? Warum? Mit der Glocke müssen wir es gehen. Was muss mit der Glocke gehen? Was wollt ihr von mir? Gut, wenn wir jetzt beide gleichzeitig schließen könnten, wäre das super. Hm. Ja, dann nehmen wir jetzt nämlich Schwung raus. Das ist ein bisschen blöd. Wir müssten beide Fenster auf einmal schließen können. Das wäre super.
Warte mal, da ist doch auch irgendwas. Aha, da können wir was kaputt machen. Alles klar. So, der muss nämlich jetzt gegen das Ding gegenhauen. Ich weiß nur nicht... Kann ich das jetzt wieder abbrechen? Nee, kann ich nicht. Ich muss jetzt kurbeln. Oder wir machen es einfach so. Das sieht doch schon mal besser aus hier. Aber das reicht, glaube ich, noch nicht. Hier mehrfach schwingen, ja. Ich glaube, es wird mehr, oder? Wir könnten natürlich auch kurbeln. Ah, der kommt fast dran. Der kam fast dran. So, wir müssen also hier ein bisschen nachhelfen. Bisschen mehr schwingen. Und kurbeln, 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 kurbeln. Oh, dass man hier die ganze Zeit eh drücken muss, das ist anstrengend. Komm schon! Wie gemein, er kam da immer hingegen. Was passiert, wenn wir jetzt kurbeln? Wenn wir jetzt ziehen? Ah! So funktioniert das. Jawohl. Ja, hat ein bisschen gebraucht, aber hey, es hat funktioniert. Ich bin drauf gekommen. Ich bin drauf gekommen. So, dann wieder zu. Dann machen wir jetzt den hier auf. So. Ziehen. Hui. Und Krabbe. Was? Ich bin im oberen Geschoss? Das kann ja gar nicht sein. Ach nein, jetzt müssen wir da auch noch mal. Oh nee, warte, lass den. Wir müssen das auflassen. Aber. Das kam jetzt ein bisschen überraschend hier. Ja, ja, ja. Das war gemein. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass die jetzt da gleich kommen. Und dann auch mit so einem... Ach, die drei. Eins. Wo sollen wir den denn bitte kaputt kriegen? Der muss wohl im Nahkampf besiegt werden. Okay, der ist so gepanzert, der geht nur im Nahkampf. Eieiei. Kommt mal klar hier. Eieiei. Ach. Mit der Glocke müsste es gehen. Ja, natürlich geht das mit der Glocke. Wir müssen jetzt beide aufmachen. Den auch. Den hätte ich nicht wieder zumachen dürfen. Den hätte man auch gleich auflassen können, weil dann sind wir wieder mittig.
kommen wir da oben ran? Nee, damit nicht. So. Und ziehen, jawohl. Und kabumm. Autsch. Okay, da ist ja so ein Fuzzi. Das sind bestimmt Orks, oder? Ei, ich will den Osten auf. Aber gut, dass man hier nicht nach hinten guckt, sondern. Also von vorne drauf guckt, sondern von hinten. Was passiert jetzt? Nicht gut. Das hat man ja sonst häufig mal in solchen Sequenzen. Ah, das wird aber auch nicht gut gehen. Oh. Ernst? Gut, dass wir noch Schrotflintenmunition hatten. Der Dreck bleibt dran. Unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir. Und wir gehen zusammen rein. Gut, da hinten ist nichts gewesen, glaube ich, zum Sammeln. Dann gehen wir jetzt hier den regulären Weg weiter. Na, soll da wohl ein kleines Ritual mit unserer Sam durchgeführt werden? Klingt ja fast so. Bergab. Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du klingst wie Dad. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt klinge ich wirklich wie Dad. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Aber daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Ja, und dann würde ich sagen, ist das jetzt wieder eine sehr schöne Stelle, um die Folge zu beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.